Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, wir beraten heute das Abschlussprüferreformgesetz. In dem Zusammenhang sollte man noch mal erwähnen, dass wir im Dezember des letzten Jahres auch das Abschlussprüferaufsichtsreformgesetz beschlossen haben, dass also die Tätigkeit des Abschlussprüfers, über die wir heute reden, auch in dem Gesamtkontext gesehen wird, dass es dort Qualität geben muss. Wir haben die Abschlussprüferaufsicht neu strukturiert, wir haben sie gestärkt. Wir haben das Qualitätssicherungssystem bei den Wirtschaftsprüfern, Abschlussprüfern verbessert. Wir haben die Berufsaufsicht neu geordnet. Von daher muss man, glaube ich, beide Projekte zusammen in Blick nehmen. Was machen wir? Wir übernehmen europäische Vorgaben, die neu sind, die geändert sind, die über die Abschlussprüferrichtlinie gekommen sind oder über die Verordnung. Und es ist, glaube ich, gut, dass wir uns angucken, das ist auch das Recht des nationalen Parlaments, was wir von den Richtlinien tatsächlich übernehmen, ob wir die Wahlrechte ausüben. Und wenn die Verordnung uns Erwägungsaufträge gibt, dass wir das tun, aber dann auch als nationaler Gesetzgeber entscheiden, was wir tun wollen. Von daher bin ich grundsätzlich sehr einverstanden mit, dass die Bundesregierung die 1:1-Umsetzung hier gewählt hat. Und Herr Kollege Schick, Sie haben auf das Grünbuch hingewiesen. Herr Kollege Schick, Sie haben ja auf das Grünbuch hingewiesen, das Ausgangspunkt war. Und wenn man sich das Grünbuch mal angeguckt habe, als Berufsangehöriger habe ich dieses getan, weiß man, dass es einen umfassenden Konsultationsprozess danach gegeben hat, wo es Tausende von Eingaben gegeben hat. Und lieber Herr Kollege Schick, es waren nicht nur die Big Four-Gesellschaften, die sich in diesen Prozess eingebracht haben, sondern auch mittelständische Wirtschaftsprüfer, zu denen ich gehöre, aber auch Adressaten der Jahresabschlüsse und diejenigen, die die Abschlussprüfer beauftragen. Also von daher zu sagen, die Entwicklung, die es seit dem Grünbuch gegeben hat, wäre alleine darauf zurückzuführen, dass Big Four-Gesellschaften sich eingebracht hat, greift zu kurz. Und wenn Sie sich das Ergebnis angucken, das Grünbuch hatte die Überschrift Lehre aus den Krisen und die Tendenz zu sagen, dass die Abschlussprüfer eine erhebliche Mitverantwortung an der Finanzkrise tragen. Diese Behauptung lässt sich nach dem Konsultationsprozess des Grünbuchs nicht aufrechterhalten und es wird auch nicht besser, wenn sie hier immer wieder auch von Ihnen behauptet wird, meine Damen und Herren. Denn wenn man sich genau anguckt, gibt es Einzelfälle, die teilweise benannt worden sind, aber im Wesentlichen keine juristischen Konsequenzen, dass Abschlussprüfer für ihr Verhalten in die Verantwortung hätten gezogen werden können, weil es eben gar kein Fehlverhalten gab. Um was geht es jetzt? Wir wollen die Qualität der Abschlussprüfung weiter verbessern. Nichts ist so gut, dass es nicht noch verbessert werden könnte. Und es geht um die Steigerung der Aussagekraft des Prüfungsergebnisses. Der Abschlussprüfer, Herr Hagverdi hat auf die Geschichte hingewiesen, ist mal eingeführt worden, um dem Aufsichtsrat zur Seite zu stehen, hat also Kontrollfunktion. Und darum ist es gut, dass wir den Prüfungsausschuss gestärkt haben, dass der Prüfungsausschuss zwei Vorschläge machen muss für die Wahl des Abschlussprüfers. Er hat die Möglichkeit, Vorschläge zu machen oder zuzustimmen, wenn es um die steuerliche Beratung geht. Also der Prüfungsausschuss ist gestärkt und die Kontrollfunktion des Abschlussprüfers dadurch auch. Wir haben eine Korrekturfunktion des Abschlussprüfers, dass erkannte Fehler berichtigt werden. Wir haben die sogenannte Prophylaxefunktion des Abschlussprüfers, weil eben der Geschäftsführer weiß, dass sein Abschluss geprüft wird, hat er Sorge, dass Fehler erkannt werden und die dann am Kapitalmarkt negativ eingepreist werden könnten. Und wir haben, und das ist, glaube ich, hier das Entscheidende, eine Beglaubigungsfunktion des Abschlussprüfers. Er steht als Garant ein, dass der Jahresabschluss einschließlich Bilanz, G&V, Anhang und Lagebericht den gesetzlichen Vorschriften entspricht. Dies kann er nur tun, wenn er unabhängig ist. Das ist völlig unbestritten. Aber mir ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass das auch die eigentliche Aufgabe des Abschlussprüfers ist, dass er ein Testat erteilt über den Jahresabschluss und die Risiken, die dort benannt werden müssen. Aber wenn Sie in den Prognosebericht des Lageberichtes gucken, gibt es da einen Prognosezeitraum, der nicht in alle Ewigkeit geht, sodass man nicht sagen kann, ein Abschlussprüfer muss darüber hinaus das Geschäftsmodell, alle möglichen Geschäftsentwicklungen in der Zukunft prüfen. Von daher gibt es auch Grenzen der Aussagekraft eines Prüfungsberichts, eines Abschlussprüfers, die hier meines Erachtens in der politischen Diskussion mehrfach missachtet worden sind. Und von daher gibt es ja diese Erwartungslücke, über die auch schon lange im Berufsstand diskutiert worden ist. Und von daher, glaube ich, sollte man mit dem schwarzen Peterspiel aufhören und dem Abschlussprüfer hier die Verantwortung geben, vielleicht ja eher, das ist auch schon gesagt worden, den Handelnden, die dazu beigetragen haben, dass wir diese Probleme am Kapitalmarkt gehabt haben. Es sind die einzelnen Punkte angesprochen worden, die Pflichtrotation. Es ist gesagt worden, dass wir die Versicherungs- und Kreditwirtschaft rausgenommen haben. Es ist geschildert worden,
welche Probleme damit bestehen, wenn wir einen Prüferwechsel haben. Ich kann Ihnen aus der Prüferpraxis berichten, dass wir eine erhebliche Lernkurve am Anfang haben bei jeder Prüfung. Ist natürlich einfacher, wenn Sie das Unternehmen kennen. Und dann wissen Sie auch, neue Besen kehren gut, heißt es, aber die Alten wissen, wo der Dreck liegt. Ist auch ein altes Sprichwort. Also Sie wissen genau, wo Sie genauer hingucken müssen, was Sie auch tun müssen. Und ich sage Ihnen, natürlich gibt es die Gefahr der Betriebsblindheit immer. Aber ich sage Ihnen, die Wirtschaftsprüfer, die ich kenne, oder die große Zahl, jedenfalls persönlich sind mir keine andere bekannt, wissen, dass sie den Grundsatz der Unabhängigkeit auch weiterhin einzuhalten haben und das auch nach vielen Jahren. Und ich will auch darauf hinweisen, dass der Aufsichtsrat oder die Gesellschafterversammlung nach wie vor frei sind, den Abschlussprüfer vorher zu wechseln. Wir haben ja nicht die mehrjährige Bestellung eingeführt, sondern es ist nach wie vor möglich oder erforderlich, dass jährlich der Abschlussprüfer zu bestellen ist. Von daher kann jederzeit der Abschlussprüfer gewechselt werden, wenn das für notwendig erachtet wird. Eine letzte Bemerkung zu den prüfungsfremden Beratungsleistungen, die durchgeführt werden. Meine Damen und Herren, Sie beschreiben hier die Risiken, die darin bestehen, dass man Beratungsleistungen durchführt, sei es in der Steuerberatung und der Bewertung. Erstmal weise ich darauf hin, dass es ein Selbstprüfungsverbot gibt. Also wenn es weitergehend ist, darf man sich gar nicht dann prüfen und diese Dinge. Aber ich sage Ihnen, teilweise ist es auch besser, die Beratung selber durchzuführen. Dann weiß man, was im Unternehmen umgesetzt wird, als andere externe Berater zu haben, die gar nicht gebunden sind, die nicht an der Wirtschaftsprüfungsordnung gebunden sind und andere berufsrechtlichen Aufsichten und die dann alles machen, was sie sich vorstellen können, wo sie erstmal hinterkommen müssen als Wirtschaftsprüfer, dass das möglich ist. Von daher ist der Wirtschaftsprüfer, wenn er denn steuerlich tätig ist, auch immer gehalten, auch in diesem Umfeld die Vorschriften der Wirtschaftsprüferordnung und andere einzuhalten. Von daher haben Sie nicht, Herr Schick, so viel Sorgen, was den Abschlussprüfer, Wirtschaftsprüfer angeht. Es ist ein lauterer Beruf, es sind gute Leute, die sehr verantwortungsvoll ihren Job machen. Und ich glaube, wir schaffen hier eine gute gesetzliche Grundlage. Und es wäre auch schön, wenn Sie zustimmen könnten, Herr Schick. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als letzter Redner in der Debatte hat Volker Ulrich das Wort.